Werden wir herausfinden, dass das keine. Dass das eine böse Hexe ist. Circe will, dass ich dich töte. Wenn du denkst, dass ich dir das abkaufe, dann vergiss es. Sie hat mir zugesagt, dass sie mich heiraten wird. Warum sollte sie mich dann wohl töten wollen? Also pass bloß auf, was du da von dir gibst. Circe will dich tot sehen. Mich? Niemals. Sie will eine Familie mit mir gründen. Dann hänge ich meinen Dienst an den Nagel und werde gemeinsam mit ihr alt. Du musst dich also verhört haben. Nope. Sie hat gesagt, sie will euch tot sehen. Ich rede nochmal mit ihr. Hektor sagt, du hättest versprochen, ihn zu heiraten. Ein Scharlatan, wie er im Buche steht. Wenn ihr mit ihm fertig seid, werde ich seine Zunge rausschneiden. Ich bin diese Lügen leid. Dias behauptet, du willst mit ihm eine Familie gründen. Und ihr fallt darauf herein? Ich hoffe, ich muss nicht an eurem Tatendrang zweifeln. Bringt es zu Ende. Ich weiß ja, dass sie böse ist. Ich glaube dir kein Wort. Dein Auftrag war es, beide zu töten, nicht meine Absichten zu hinterfragen. Ihr Menschen seid doch alle gleich, schwach und verkümmert. Jetzt bezahlst du den Preis für dein uneinsichtiges Verhalten. Na toll. Ich töte dabei die anderen beiden. Der Worte sind genug gewechselt. Ach so. Oh Mist, ich muss mit beiden reden. Circe will, dass ich dich töte. Okay, das überspringen wir. Also pass. Gut, gut, gut. Circe will dich tot sehen. Mich! Eine coole Cutscene, das so von unten kommt. Deswegen. So, ich speichere mal. Hol mir das da. Und rede sie von der anderen Seite an. So. Hektor sagt du. Ein, wenn ich. So. Diaspar. Ich bring das. Ich glaube dir kein Wort. Dein Auftrag war es, beide zu töten, nicht meine Absichten zu hinterfragen. Ihr Menschen seid doch alle gleich, schwach und verkümmert. Jetzt bezahlst du den Preis für dein uneinsichtiges Verhalten. Gott. Oh, noch was. Hey, meine Freunde. Er zuckt noch ein bisschen. Ich glaube, sie haben alle beide erledigt. Los, schlitzen wir ein paar Kehlen auf. Das Vieh, Alter, voll mehr. Ins Vorerst, sehr nice. Dem was? Dämon hast du es gezeigt. Fast im Arsch, der Dias. Deine Familienplanung hat sich in Luft aufgelöst. Mann, was war das denn bitte? Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn du mir nicht geholfen hättest. Ich war kurz davor mit ihr. Also, du weißt schon. Schon gut. Wir wachen alle mal neben der Falschen auf. Trotzdem. Danke dir. Hier. Es ist nicht viel, aber du sollst es haben. Tja, ich hatte mit dir. Was wirst du jetzt tun? Ich muss mich erst einmal ausruhen. Die Geschichte sitzt mir ganz schön in den Knochen. So einen Höllenritt macht man schließlich nicht alle Tage mit. Außerdem haben Hektor und ich noch einiges zu besprechen. Gute Kameraden vergeben einander. Was hast du anzubieten? Hier, sie selbst. Okay. Naja, klappt gut. Das war's dann wohl mit der Heirat. Ich fühle mich so befreit. So eine Trennung wirkt manchmal Wunder. Mann, hör auf zu scherzen. Das Biest wollte mich töten. Ohne deine Hilfe, da wäre ich sicher draufgegangen. Ja. Hier, das ist das Mindeste, was ich dir dafür geben kann.
Sehr nett, sehr nett. Nochmal falle ich nicht auf eine Frau herein. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe mit dir Liebe gemacht und es war jetzt nicht so besonders, also. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Aber das ging mich jetzt nicht begeistert. Naja, ihr wisst schon, das. Ja. Es war halt in einem anderen Universum, also natürlich hat es keiner mitbekommen, logischerweise. Hat da irgendwas liegen? Dem zertrümmer ich den Schädel! Na ja, komm. Das ging schnell! Ich weiß auch nicht, die Skelette, die hatten überhaupt nichts aus. So, wie mache ich das jetzt, dass ich da sinnvoll rüberkomme? Ich jetzt so genau so habe ich mir das irgendwie vorgestellt. Ja, so irgendwie. Nicht genau so, aber so irgendwie habe ich es mir vorgestellt, ja. Also vielleicht hier hinspringe, genau, und dann von hier, zack. Ohne, dass ich da ja dann immer wieder dauernd... dass ich da dauernd den Papagei verwenden muss. Aua, aua. Das tut weh. Das andere Skelett. Ich mische mich da nicht an. Ich hab da keinen Bock drauf. Mit anderem Skelett mache ich das hier oben. Ne? Ah, der dritte Move ist so cool. Der vierte ist dann nur noch so richtig so bam, voll in die Fresse. Mit 150 kann ich, glaube ich, alles aufmachen. Seelenfänger. Sehr cool. Okay. Ich habe Bones schon wieder verloren. Klassiker. Ich finde Blitz ist ja auch sehr geil. Mir gefällt Blitz fast besser wie Feuer. Auch wenn Feuer halt so ziemlich gegen alles hilft, aber trotzdem gefällt mir Blitz da ein bisschen besser. Kann ich da runter? Da nicht. Ich wollte eigentlich darüber, aber da komme ich eigentlich nicht hin. Oder? Oh, doch. Hallo. Und weg mit dir. So, kommt Bones wieder, oder? Alter, der Zauber ist aber der Wahnsinn. Ich liebe den. Der ist super. Wenn ich das von Anfang an gewusst hätte, wäre ich gleich zu den Magiern gelatscht. Und hätte mir den Zauber geholt. Anstatt Schlösser knacken zu lernen. Aber Wissen ist halt nicht... wenn ich die Möglichkeit habe, Leute auszurauben und so im Spiel, dann würde ich das auch gern wahrnehmen. Ich weiß nicht, das würde ich gerne machen. So, wir waren hier. Okay, jetzt sind dann hier. Okay, gut, na gut. Da können wir jetzt also auch hier lang machen. Da können wir auch hier lang machen. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Los, schlitz dein Paket auf. Das tat weh. Gut, wobei ich nicht weiß, ob wir hier wirklich woanders hinkommen würden. Hier liegt nur irgendwas. Ein Tellerchen. Mehr nicht. Kein Schatz, gar nichts. Oh Gott. Das ist schon äußerst billig. Was haben wir hier für ein Gölemchen? Ein Erzkohl. Mit Feuer kann ich so ziemlich alles erledigen. Scheiß Riesenviecher. Spannend.
Die Golemme sind nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Okay, das war's eigentlich mit dem hier. Gut. So. Was essen sollte ich auch noch? So, die beiden habe ich fertig gemacht, sage ich jetzt mal. Eigentlich den Witz, den ich vorbringen wollte, war, dass ich mit ihr Liebe gemacht habe. Nur halt in einer anderen Parallelwelt. Und zwar in der von vorher halt. Also könnte man in Filmen würde es so erklärt werden. Würde zwar auch keiner glauben, aber gut. Hier ist sicher so ein Biest. Definitiv, hier ist so ein Biest irgendwo. Gut, die Ratte war es nicht. Hier ist ein Teleporter. Sorry, tut mir leid. Oh je. Ich will die Ratten gar nicht töten, von denen kriege ich nichts, außer 10 Erfahrungen und da kann ich drauf verzichten. Wenn ich ehrlich bin. Hier ist ein Typ und ein Teleporter ist auch hier. Der Nathan. Nathan Drake. Gehörst du zu uns? Wer ist uns? Ich und ich weiß auch nicht. Wo sind die anderen? Ich glaube, wir sollten hier nicht alleine sein. Ja. Von welchen anderen sprichst du da? Ich weiß auch nicht. Ich bin mir sicher, dass hier noch andere waren. Die kommen bestimmt gleich wieder. Nein, nein, irgendetwas stimmt hier nicht. Ich glaube, mit dem stimmt eine ganze Menge nicht. Was ist los mit dir? Du scheinst etwas verwirrt. Ich träume merkwürdige Dinge. Von Menschen, Fischen und schrecklichen Monstern. Okay. Du träumst von Fischen? Ja, aber das ist nicht das Problem. Im Traum erzählt mir das Monster, dass ich die Fische hier essen soll. Es ruft von der Anhöhe im Nordwesten herunter. Hm. Okay. Was hat es mit den Fischen hier auf sich? Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht mal, wo die herkommen. Ich habe so einen Hunger. Aber diese Fische, Sie jagen mir einen kalten Schauer über den Rücken. Irgendwas stimmt mit denen nicht. Dann iss sie bitte nicht. Ich werde für dich im Nordwesten mal nachsehen. Mal schauen, ob ich dein Traummonster finden kann. Wirklich? Ach, es ist bestimmt nur Einbildung. Ich würde mich aber wohler fühlen, wenn ich wüsste, dass dort oben nichts auf mich wartet. Ich habe bestimmt auch eine Kleinigkeit für dich, wenn du rauskriegst, was hier los ist. Ja. Wegen der Fische. Es ist nur Fisch. Iss ihn einfach, wenn du Hunger hast. Vielleicht hast du recht. Warum stelle ich mich eigentlich so an? Und? Ja, ich werde den Fisch essen. Ach, das hat gut getan. Jetzt bin ich richtig vollgefressen. Danke, dass du mir die Entscheidung abgenommen hast. Mir geht's schon viel besser. Okay, ich dachte, er stirbt jetzt, aber... Ich bin so hungrig. Alter, ernsthaft? Du hast gerade 100 Tonnen Fisch gegessen. Ich frage mich aber auch, wo der Fisch herkommt. Geht doch. Ah, Kristalle. Komm, wenn das eins von den Viechern noch rumlaufen wird, wäre cool. Ich mag diese Art von Zaubern, ohne Mana und allem, wenn man einfach zaubern kann, wie man will. Das ist so genau das, was ich gerne mag. Bist du immun? Nee, das ist ein Fluchmonster, du kannst nicht die Munition ergeben. Das ging schnell. Eisenherz, Gold. Okay. Ah, Dusche.
funktioniert das? Bringt hier bitte Wasser runter, nimmt Eisenerz mit und das Ding hier was, also sammelt's auf, oder? Wie ist das zu verstehen? So, schnell hier hoch. Dich muss ich eh nicht töten. Sieht wie der Schädel einer Frau aus. Hier gibt es bestimmt jemanden, der mir mehr über ihn erzählen kann. Kalypsos Schädel. Wenn man Kalypso, Kalypso ist die Göttin der Meere. Laut Fluch der Karibik. Hat sich ja irgendwo einen... Also ich wette, dass man das irgendwo sich ja vergleichen bzw. sich ansehen kann. Nordwesten wäre hier, ne? Das ist halt die einzige, also das ist das einzige, was ich weiß über Kalypso, dass das Göttin der Meere ist. Zumindest hat es mir durch der Krieg so vermittelt. Die See selbst, ich weiß zwar nicht in welcher Mythologie, weil über die Griechen ist es ja Poseidon, in Römern ist es der Neptun, der Planet, ne, quasi. Aber keine Ahnung, wo Kalypso dann sonst noch so hinpassen würde. Hä? Da liegt überall Eisenerz rum. Ich meine, ich kann es abgeben einem Schmied, aber warum? Das hier. Goldenes Zepter. Okay. Hier ist halt leider überhaupt nichts. Ah, der schafft mich. Das ging schnell. Zieht sein Schwert hier raus. Da, wo ist denn das Vieh jetzt? Ich sehe hier nichts. Das ist mein Problem. Das ist gerade extrem geleckt. So, ist hier jetzt das Vieh? Ah, jetzt ist es hier. Okay. Erwischen. Jetzt greift er mich immer an. Jetzt ist er hier, okay. Ich war hier vorher schon, aber das ist das Symbol für die Viecher, dass die hier irgendwo sind. Aber naja. Oh. So. Dein Traum war gar kein Traum. Wie meinst du das? Das Monster, das im Traum zu dir gesprochen hat, war ein Seelenfresser. Ich hatte es geahnt. Was ist jetzt mit dem Seelenfresser? Du brauchst dir keine Sorgen mehr, um ihn zu machen. Sehr gut. Hier hast du die versprochene Belohnung. Super. Wieder klar im Kopf? Ja. Das heißt, nein. Ich kann mich wieder erinnern. Oh Gott. Die Fische. Mir wird schlecht. Oh Gott, die Fische sind die anderen. Was war mit den Fischen? Du hast mich dazu getrieben, die Fische zu essen. Das waren Menschen. Das waren die anderen. Die ganze Zeit dachte ich, ich vermisse jemanden. Sie waren die ganze Zeit hier, in den Körpern dieser Fische. Oh Gott, verschwinde. Verschwinde einfach. Oh Gott, die Fische. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Es tut mir leid. Der Seelenfresser hat meine Kameraden in Fische verwandelt und sie mich vergessen lassen. Er wollte, dass ich meine eigenen Freunde esse. Oh Gott, was habe ich getan? Dir blieb doch keine andere Wahl.
Vielleicht hast du recht. Es wäre niemandem geholfen, wenn ich auch verhungert wäre. Bitte lass mich jetzt in Ruhe. Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Ah, sehr schlecht, sehr schlecht. Mist. Ich würde das gerne rückgängig machen. Soll ich... Kann ich das da... Ist das das Richtige, oder? Ja, ist leider blöd gelaufen. Nope. Das ist... Boah. 34 Stunden schon. Das wird's nicht gewesen sein. Ich lade mal das da. Okay, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Dann legen wir das schnell. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Erledigt. Okay. So, jetzt steht er da, ne? Ja, super. Gehörst du zu uns? Wer ist uns? Ich und ich glaube. Das machen wir jetzt so, von welchen anderen sprichst du? Von welchen? Was ist los? Du träumst von Fisch? Du im es ruht. Ja. Was hat es mit... Ich hab so... Aber diese Fische, sie jagen mir ein... Irgendwas stimmt mit dir. Wegen der Fische? Wegen der Fische. Du solltest den Fisch nicht essen. Du solltest den Fisch nicht essen. Aber ich hab doch solchen Hunger. Ich hab das Gefühl, dass mit diesen Fischen irgendetwas nicht stimmt. Genau. Du hast ja recht. Ich weiß ja nicht mal, wo diese Fische hergekommen sind. Vielleicht sind sie vergiftet oder so. Möglich wär's. Okay. Ich werde für dich im Nordwesten mal nachsehen. Mal schauen, ob ich dein Traummonster finden kann. Wirklich? Ach, es ist bestimmt nur Einbildung. Ich würde mich aber wohler fühlen, wenn ich wüsste, dass dort oben nichts auf mich wartet. Ich habe bestimmt auch eine Kleinigkeit für dich, wenn du rauskriegst, was hier los ist. Ganz sicher. Okay, dann würde ich sagen, laufen wir da hoch und wir werden dann den Rest werden wir dann einfach beim nächsten Mal machen. Ich würde jetzt dann auch wieder aufhören gerne, also. So, hier. Das ging schnell. Gott sei Dank. Ah, einer fehlt dann noch. Einer fehlt dann noch. So, schnell heilen. So. Die anderen? Jawohl. Jetzt ist wieder einer da. Super. Dein Traum war gar kein Traum. Wie meinst du das? Das Monster, das im Traum zu dir gesprochen hat, war ein Seelenfresser. Ich hatte es geahnt. Was ist jetzt mit dem Seelenfresser? Du brauchst dir keine Sorgen mehr, um ihn zu machen. Sehr gut. Hier hast du die versprochene Belohnung. Dein Freund ist wieder da. Ich sehe es. Glücklicherweise habe ich diese Fische hier nicht gegessen. Wieso? Weil sich einer der Fische plötzlich in meinen Freund hier verwandelt hat. Ich möchte gar nicht dran denken, was passiert wäre, wenn ich die Fische gegessen hätte. Ich kann mich plötzlich wieder an alles erinnern. Du wärst nicht geplatzt. Erzähl mir, was passiert ist. Als wir hier ankamen, waren wir 9 Leute. Wir waren ausgeschickt worden, um die tiefsten Stellen der Insel zu erkunden. Es ist lustig. Was? Ich kann mich daran erinnern, wie ich alles vergessen habe. Ein sehr merkwürdiges Gefühl. Erzähl weiter. Nach der ersten Nacht hier waren schon ein paar von uns verschwunden. Ich erinnere mich, dass wir wussten, dass jemand verschwunden war. Wir konnten allerdings nicht mit dem Finger drauf zeigen. Es war, als hätten wir die anderen über Nacht vergessen. Stattdessen lagen überall diese Fische herum. Keiner von uns wollte sie anrühren. Was ist dann passiert? Naja, nach und nach sind immer mehr Leute verschwunden. Bis schließlich nur noch ich übrig war. Den Rest der Geschichte kennst du ja. Warum hat sich nur einer wieder zurückverwandelt? Vermutlich ist es bei den anderen schon zu lange her. Wahrscheinlich sind sie schon tot. Da gibt es nichts mehr zum Zurückverwandeln. Ich muss jetzt los. Alles klar. Danke nochmal. Kann ich von dir etwas lernen? Vielleicht kann ich dir das ein oder andere zeigen. Wow, da hat einiges. Gegen Tänzer? So gut bin ich auch nicht. Bringt mir das was? Ich weiß es ja nicht. Fechtmeister.
glaube nicht. Okay. So, das nehme ich mit. Dankeschön. Wenn man sich die Fische ansieht, glaube ich, sagt er dann sowieso, dass es Fische sind. Also, dass es keine Fische sind, oder? Ah, seltsame Fische, okay. Kann ich den... Die werde ich bestimmt nicht essen. Hm, genau. Was ist passiert? Was machst du? Ach, vergiss es. Ich muss schlafen. Unglaublich müde. Okay. Ich fühle mich... Okay, okay. Gut, so, jetzt kann ich aufhören. So, boah, das war jetzt ein bisschen holprig hier, das... Mit den Fischen, das hätte mir so nicht gefallen, wenn die gegessen hätte. Das wäre furchtbar gewesen. So, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da werden wir das Tal hier nochmal erkunden. Ich habe dann eh keine Ahnung mehr. Ihr vielleicht schon, aber ich halt nicht mehr. Hier lang, hier rauf und dann kommt irgendwann das letzte Vieh. Ja, es wird sich hier irgendwo aufhalten, das letzte Vieh. Und dann können wir zurück hier hin, dann haben wir die Insel auch abgeschlossen. Das läuft dann ganz gut. So, ich sage vielen Dank und ciao, bis dann. Baba.